Willkommen bei Denk Elektrisch, der Kanal, der sich mit der Elektromobilität beschäftigt. Mein Name ist Erik und ich möchte euch heute teilhaben lassen an einem ganz besonderen Fahrevent. Dazu brauche ich natürlich meine Ausstattung, denn wir wurden eingeladen, wir, das sind Per Haupt, der Organisator der E-Nord Cup Challenge und ich von Ford, um uns den neuen Ford Mach-E anzuschauen. Ich habe so meine Probleme, ihn einen Mustang zu nennen, auch wenn ein Pony vorne auf der Motorhaube glänzt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir sehr viel Spaß haben werden. In diesem Video werdet ihr einige Aufnahmen des dynamischen Fahrens sehen, denn das Fahr-Event findet auf einem Flugplatz statt, mit einer schönen langen Bahn, wo wir, ich nehme mal an, Beschleunigungen fahren können, aber auch Handlingsparcours wurde zumindest so angesetzt. Und ich möchte euch auch teilhaben lassen an einer Fahrt, die wir dann außerhalb des Geländes unternommen haben. Das heißt, ich ziehe mir jetzt meine Jacke an und dann bekommt ihr auch schon die ersten Eindrücke zu sehen. Let's go! Was finde ich denn da? Echt? Es wurde ein bisschen knapp hier vorne. Wir müssen die Sitze weiter vormachen zum Übernachten. Dann geht's. Echt? Ja. Und wobei, ich weiß halt nicht, ne? Also viel freier hast du nicht. Aber wir haben eine ebene Ladefläche. Ebene Ladefläche ist cool. Und das? Wir haben den Ausblick nach oben. Jetzt leider keinen Sternenhimmel. Ich würde sagen, wir schlafen jetzt nicht. Wir fahren eine Runde. Los. Eine Runde. Alles gut festhalten, wir fahren los! Ah! Menschenskind! Wieso habe ich einen Rennfahrer engagiert heute? Oh! Oh! Und die nächste Runde! Den Kurs fahren wir übrigens mit 60 bis 70 km/h. In der 180 Grad Kehre dann entsprechend nicht mehr. Ja, da reichen 30. Das sind wir auf 30 runter. Ja. Na, ist das nicht eine coole Karre? Also der erste Test, damit ans Nord Cup zu fahren, ich denke, das müssen wir machen. Dann, let's go! Gehst du auf den Fahrersitz? Wohin will die E-Nord Cup Challenge? Da muss ich jetzt erst noch suchen. Da passt es doch. 2852 Kilometer. So, schauen wir mal, wie lange die Routenberechnung dauert. Ey, cool, die ganze Strecke. Wir sehen jetzt schon mal Mitte bis. Oh, super! Okay. Warte mal, ich bin noch so frei. Ein bisschen mehr ran. Ja. Also, was wir hier sehen, das ist unser Kreis, den wir fahren können mit der aktuellen Reichweite. Wir haben noch 93%. Also, Monaco liegt drin. Thank you.
Also, eins kann ich sagen. Er macht Spaß. Echt. Aber mir wird ab meinem eigenen Fahrstil übel. Ich bin sowas von froh, sind die Sitze so bequem. Metern rechts abbiegen in die Wiesenbacher Straße. Wunderbare Kurven, ne? Solche engen Pässe gibt es in Norwegen nicht. Das deshalb fahre ich gerne ans Nordkap. Das macht doch so viel Spaß. Also ich teile deine Fahrwerksmeinung nicht. Nein? Nein. Okay. Das ist eines der besten Elektrofahrzeugfahrwerke, die ich je gefahren habe. Okay. Plus SUV, next level. Also. Ja, natürlich. Also für das SUV-mäßige, dass sich das anders anfühlen muss quasi. Ich bin ja auch kein professioneller Fahrer. Ja. Deswegen interessant, deine Meinung jetzt zu sehen und zu hören. Nee. Also es ist, ich sag halt einfach nur für mich, ich hätte es gerne lieber, wenn ich quasi mehr Kraft aufbringen müsste zum Lenken. Also mehr. Für mich fühlt es sich beim Fahren etwas indirekt. Nee, es ist nicht indirekt. Das war es nicht. Das war es auf keinen Fall. Aber so. Lichtfällig. Ja, es war so. Ich konnte da dran rumreißen. Das ist natürlich die ganze Elektrolenkung und so. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr direkt. Ja. Das ist halt das. Und was natürlich aber im Rennsportbereich schon wichtig ist, dass du nicht mega viel Lenkeinschlag brauchst. Ja. Gut. Ja. Also du siehst echt hier, wie das Lied satt, weißt du? Und dann kannst du da richtig rein und zack. Oben rechts einlenken, raus, zack, rein und Gas. Fragen keine, oder? Nein, also ich weiß, dass du den Weg verstehst. Ich, nein, nein. Zum Auto. Es ist ziemlich ehrlich, dass das lenkt. Weißt, klar. Ein SUV taucht, oder? Genau. Aber es taucht richtig schön. Weißt du, so, Platz stimmt, die Richtung stimmt. Wechsel. Ja. Platz stimmt und es ist nicht das. Und es. Obwohl es okay, okay, also er setzt nicht nach, meinst du damit dann? Ja. Ja, okay. Ja, ist ein Punkt. Ist ein oder und wenn. Ich möchte jetzt noch eine kleine Runde. Oder wenn du es siehst, nachher zähne, führen wir damit. Mit 100 hin, oder? Ja, stimmt. Ja. Und wir sind nachher noch mit 83 unterwegs, oder? Und hast du gesehen, wie stabil das da drin ist? Es macht zack drin. Zack drin. Wie ist deine Meinung zum, dass er sehr über die Vorderräder schiebt bei dem Fahrzeug? Ja, du merkst eigentlich halt, dort merkst du das Gewicht. Das ist klar. Also, und nachher ist sicher auch der Reifen kein Sportreifen. Ich habe das Gefühl, mit dem richtigen Reifen würdest du noch sehr viel rausholen. Mhm. Aber nachher ist es natürlich. Oder ein Auto, das über die Vorderachse schiebt, ist nicht grundsätzlich ein schlechtes Auto. Der Fahrer muss einfach dem Auto anpassen. So. Ja. Das heisst, bei dem Auto solltest du halt relativ lang warten, bis du wieder ans Gas gehst. Mhm. Du musst im Auto die Richtung geben, du musst im Auto Zeit geben, zum Lenken und dann ans Gas gehen. Mhm.
Das ist so ein bisschen meine Ja, nein, eine andere Einstellung. Viele Untersteuersituationen passieren eigentlich auch vom Fahrstil her. Da sind wir wieder zurück von unserer kleinen Spritztour durch die Berge, oder? Ja, super war es. Ich würde auch sagen, es war super. Ihr habt ja die Bilder gesehen. Jetzt fängt es leider etwas an zu regnen. Wir hatten riesen Glück, würde ich sagen. Ja. Wir hatten genau den richtigen Timeslot. Morgens um 8 Uhr hier zu stehen, war scheiße früh zum Aufstehen. Am Bodensee bin ich losgefahren vor 2,5 Stunden. Ja. Ich glücklicherweise nur eine Stunde früher. Glücklicherweise. Aber ja, also ich meine, am Ende kann man sagen, es war ein cooles Event, was wir hier mitbekommen haben. Hat dir das Fahrzeug gefallen? Ja oder nein? Absolut. 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 Familientauglich. Ich sage nicht absolut. Dafür hat's mir das Versprechen eines Mustangs, ich habe es jetzt tatsächlich gesagt, eines Mustang Mach-Es, da habe ich mir mehr Gefühl erhofft. Aber das, was Ford hier hingestellt hat als ein elektrisches Fahrzeug, auch wenn es gerade etwas nass wird, ich glaube, es geht deswegen nicht kaputt. Aber was Ford hier hingestellt hat als elektrisches Fahrzeug, gefällt mir. Das gefällt mir. Aber du warst ja heute hier, um das Fahrzeug für die E-Nordcup Challenge zu benutzen. Ich gehe ja richtig in der Annahme, das ist eine Challenge, bei der es darum geht, schnell oder effizient oder möglichst entspannt ans Nordcup zu kommen. Es geht darum zu zeigen, dass wenn du ans Nordcup hochfahren kannst, im Winter, in dieser Kälte, in diesem Schnee- und Eisgestöber, ja, innerhalb von wenigen Tagen bis ans Nordcup hoch, dann reicht es auch im Alltag, um zur Arbeit zu fahren. Es reicht, um seine Kinder in Sportunterricht zu fahren. Ja, und es ist ein absolut valider Punkt. Aus dem Punkt heraus muss ich eben auch sagen, für mich ist es eine richtig coole Mischung zwischen einem Rennwagen, was zu dir passen würde, und einer Familienkutsche, was zu mir passen würde. Da kann ich meine Enkel mitnehmen, da kann ich meine Kinder mitnehmen, da kann ich meine 7 Freundinnen mitnehmen und ich habe für alle Platz. Stopp, Per, das funktioniert nicht. Du hast nur 5 Sitze. Ach, das sind wieder Details. Ja. Der Kofferraum ist genug groß. Komfort hat das Fahrzeug. Es war komfortabel, wie wir drin saßen. Man könnte jetzt hier abwägen, wieder fehlt vielleicht die sportliche Komponente. Ja, vielleicht, je nachdem, was man sieht. Das Fahrzeug ist definitiv kein Zweitwagen. Also man kauft sich das Fahrzeug nicht in erster Linie, weil man sagt, okay, ich brauche jetzt hier noch einen kleinen Zweitwagen. Das ist ja definitiv meiner Meinung nach nicht. Er erfüllt die kompletten Kriterien eines normalen Fahrzeugs für die Familie, für den Einzelstehende, die Einzelstehende, für vielleicht auch den Trackday zwischendurch. Also ich würde sagen, er deckt komplett vom Arbeitsweg bis zum Urlaub alles ab. Ja. Also, ich habe schon verschiedene Autos bei mir im Pool, aber eine schöne Ergänzung, würde ich sagen. Kann ich so unterschreiben. Ich sage Dankeschön, dass du mich mitgenommen hast. Ja, ich sage Dankeschön, dass du mitgekommen bist als Profi der Rennstrecke. Du konntest jetzt das Performance-Teilchen ein bisschen mehr genießen als ich. Das stimmt. Ich bin wirklich der Genießer der Langstrecke. Wobei ich tatsächlich auch sagen würde, ich würde das Fahrzeug doch gerne einmal auf die Effizienzstrecke beim Eco Complet raufhauen. Also auch auf einer Rennstrecke, aber als Effizienzfahrt betrachten. Hätte bestimmt auch Potenzial. Ford, falls ihr uns einen Rennwagen zur Verfügung stellen wollt, ich glaube, das ist ein ganz heißer Kandidat. Der hat echt die Chancen, beim Eco Complet zu gewinnen. Ford, denkt dran, ruft mich an, wir machen was zusammen. Deswegen sage ich auf Wiedersehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss miteinander.